heraus schälen, ohne sie dabei zu beschädigen. Andererseits darf man auch die Rolle nicht aus den Augen verlieren, sonst wird eine ganz andere Figur daraus. Oder auch gar keine, weil ihr die Rolle, also die Seele, fehlt. Braucht die Rolle die Figur, um lebendig zu werden, so braucht die Figur die Rolle, um lebendig zu sein. Charakter. Im Theater geht es nicht um den Charakter, den man hat, sondern um den, der man ist. Das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Nicht jeder, der einen Charakter hat, ist deshalb auch schon ein guter Charakterdarsteller. Mitunter ist ein Charakter geradezu hinderlich, um einen solchen glaubhaft auf die Bühne zu bringen. So mancher Karriere ist schon am Charakter gescheitert und nicht etwa, weil einer ein mieser Charakter ist. Den Charakter gibt es auch als Fach, also als Charakterfach, das dann dementsprechend befüllt wird mit dem, was man so braucht, um einen Charakter auszustatten. Und wenn man darin gut ist, entsteht allmählich eine Figur. Spätestens da hat sich der Charakter erübrigt. Wenn die Figur erst einmal fertig ist, redet keiner mehr von einem Charakter. Figuren haben keinen Charakter, die sind nur irgendwie angelegt. Daraus können wir noch etwas fürs Leben lernen. Geld. Das Verhältnis des Theaters zu Geld lässt sich nur mit einer Steigerung nach unten beschreiben. Zu wenig, viel zu wenig, Katastrophe. Danach kommt nur noch die Schließung, aber so weit lässt es der Subventionsgeber dann ja doch wieder nicht kommen. Gewährt dem maroden Theater homöopathische Fördermittel und lässt es ständig auf Sparflamme köcheln. Angeblich ist das so eine Art finanztechnische Rosskur. Und wie um zu bekunden, dass es eh gar nicht so schlimm um das Theater bestellt ist, geht auch manchmal selber hinein der Subventionsgeber. Das wollte er sagen, na also, geht ja, wenn man nur will. Musik. Viele geben der Musik gegenüber dem Wort den Vorzug. Sie meinen, die Musik verstehe sich von selbst, während das Wort erst nach seinem Sinn befragt werden wolle. Wer so denkt, mutet einerseits dem Wort zu viel zu und unterschätzt andererseits die Musik. Interpretiert man in das Wort oft zu viel hinein, statt es als das zu nehmen, wie es gesagt ist, lässt man sich vom Wohlklang der Musik nur allzu leicht täuschen. Die Musik ist längst nicht so harmlos, wie sie einem vorkommt oder auch manchmal selbst tut. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Töne zugleich die Verschleierung dessen sind, was sie wirklich und nur für den Eingeweihten vernehmbar besagen. Und dann wieder stehen sie so klar und deutlich vor einem, dass man meint, die Töne mit Händen greifen zu können. Atmosphäre. Atmosphäre muss erzeugt werden. Sie ist das Produkt eines langwierigen Arbeitsprozesses, an dem viele Menschen beteiligt sind. Wenn nicht alles ineinander greift, kommt am Ende keine Atmosphäre heraus, sondern höchstens heiße Luft. Das Problem mit der Atmosphäre ist, sie ist nicht lagerfähig. Deshalb muss die Produktion immer in Gang gehalten werden. Trotzdem weiß man nie, ob dann auch das gewünschte Ergebnis dabei herauskommt. Zudem gleicht keine Atmosphäre der anderen, weshalb man sich nie so sicher sein kann, ob es denn nun auch wirklich Atmosphäre ist. So gesehen ist Atmosphäre eher Zufall als ein Erzeugnis und trotzdem muss man alles Erdenkliche tun, um für Atmosphäre zu sorgen. Es gibt gewisse Indikatoren, die sich bei der Produktion von Atmosphäre als förderlich erwiesen haben, aber selbst wenn man alles ganz genauso macht wie das vorige Mal, ist das noch keine Garantie. Anscheinend geht es vielmehr darum, minimal von dem abzuweichen, wie man es das letzte Mal gemacht hat und aufgrund dieser kaum wahrnehmbaren Differenz entsteht dann Atmosphäre. Oder auch nicht. Spannung. Die Spannung ist ein Bogen, auf dem sich die Handlung nach den Gesetzen der Dramaturgie vorwärts bewegt. Das Vorwärts ist das Entscheidende daran. Verliert die Handlung an Tempo, bricht die Spannung ein. Ist sie zu schnell, überspannt man den Bogen und er reißt. Die richtige Spannung zu finden, ist jedes Mal die größte Herausforderung.
sie gleicht immer einem Experiment, bei dem sehr leicht etwas schief gehen kann. Nicht jedes Stück ist gleich belastbar. Manche sind spröde und lassen sich nur schwer in die gewünschte Form bringen. Bei anderen muss man wieder aufpassen, dass sie einem nicht wegschnellen wie eine Feder. Und hat man einmal die richtige Spannung gefunden, muss man darauf achten, dass es die auch beibehält, sonst ist spätestens nach der 10. Vorstellung die Spannung draußen und spannend ist dann nur noch die Frage, ob die 10. nicht auch die letzte Vorstellung war. Dichte. Die Dichte ist es, worum es dem Theater vor allem zu tun ist. Dicht muss es sein. Ist es nicht dicht, sagt man nicht etwa undicht, sondern zu wenig dicht. Manchmal sagt man auch zu dünn, doch das meint dann meistens die Handlung. Ist etwas nicht dicht genug, heißt es, man müsste das Ganze noch komprimieren, bis ein Maß der Dichte erreicht ist, das man als die gesättigte Dichte bezeichnen könne. Die ist dann erreicht, wenn die Mehrzahl der Beteiligten mit dem Grad der sich abgerungenen Dichte zufrieden ist. Ob es das Publikum auch ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Botschaft. Wenn etwas nicht nur einen Inhalt, sondern auch eine Botschaft hat, sollte man sich fragen, warum. Meistens ist da schon irgendetwas verkehrt. Entweder ist der Inhalt so schwach, dass er eine Botschaft braucht, oder er ist so verworren, dass man erst dazu sagen muss, was man eigentlich und im Grunde damit wollte. Noch schlimmer ist es, wenn die Botschaft als erhobener Zeigefinger daherkommt. Da möchte man sich denselben am liebsten gleich in den Hals stecken. Lehrstück. Ein Lehrstück ist eines, das drohend den Zeigefinger erhebt und eine Botschaft für uns parat hat. Und wenn wir ihm die Botschaft nicht glauben, werden wir sehen, wohin das führt. Und da sehen wir es auch schon, weil das Lehrstück aus pädagogischen Gründen auch gleich ein Beispiel parat hat, wie es einem ergeht, der keine Lehren daraus gezogen hat. Das Lehrstück ist also eine Art Strubelpeter für Erwachsene und zugleich die späte Rache an denen, die einem mit ihren ständigen Ermahnungen furchtbar auf die Nerven gegangen sind. Lehrstücke sind die Retourkutschen. Zeitstück. Ein Zeitstück ist eine dramatisierte Zeitungsnotiz. Fast hätte man drüber gelesen, doch aus irgendeinem Grund blättert man noch einmal zurück und plötzlich springt sie einem aus der Fülle der Nachrichten ins Auge. Man bleibt daran hängen, man liest und auf einmal entdeckt man darin, wonach man insgeheim gesucht hatte, den Stoff für ein neues Stück. Expressionismus. Der Expressionismus ist der Ansicht, was drängt, muss heraus. Sich etwas zu verhalten, hält dafür das Schlechteste überhaupt. Zählt in erster Linie, dass etwas herauskommt. Was dabei herauskommt, ist zweitrangig. Und aufgrund des Umstands, dass etwas herauskommt, ist die Rechtfertigung für das, was dabei herauskommt, bereits gegeben. Und das, was dabei herauskommt, nennt man dann eben expressionistisch. Produktion. Im Gegensatz zur Industrie meint das Theater mit Produktion das Produkt. Die Industrie meint mit Produktion die Fertigung des Produkts. Warum die beiden mit Produktion etwas Unterschiedliches meinen, liegt auf der Hand. Denn während die Industrie in der Regel fertige Produkte liefert, ist das Produkt des Theaters nie fertig, beziehungsweise befindet sich immer erst im Zustand der Fertigung, also noch in der Produktionsphase. Eine Produktion ist also ein sich selbst immer wiederherstellendes Produkt. Eine Produktion ist der Phönix, der aus den eigenen Sägespänen steigt, die bei der Produktion angefallen sind. Erst wenn eine Produktion abgespielt ist, bedeutet das ihren endgültigen Tod. Realismus. Realismus ist das Theater der Gnadenlosigkeit. Man erkennt alles wieder, vor allem sich selbst. Die Szenen sind einem auf unangenehme Weise vertraut und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, in ähnlichen Situationen ganz ähnliche Sätze gesagt zu haben.
Oder eigentlich sind es gar keine Sätze, sondern nur Satzfetzen, aber das fällt einem auch erst jetzt auf, wo sie als Echo von der Bühne widerhallen. Die Gesten sind Gesten, bei denen man sich selbst schon